So, meine Damen und Herren, viel los heute. Sprechen wir über all die Themen des Tages und dieser Woche. Also die Diskussion in der Koalition, die Diskussion um das Verbot der Verbrennermotoren rund um den EU-Gipfel heute und natürlich die Ankündigung der Gewerkschaften zum Großstreik im öffentlichen Nah- und Fernverkehr am kommenden Montag. Mit Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag, Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch, Oldenburg-Land. Hallo, Herr Dürr. Hallo, ich grüße Sie. Herr Dürr, die beiden Gewerkschaften Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, die werden am Montag in großen Teilen Deutschlands streiken, und zwar ihre 350.000 betroffenen MitarbeiterInnen. Da wird Deutschlands Verkehr dann eher ruhen. Beide sagen, die Arbeitgeberseite hätte nicht genug Lohnplus geboten. Können Sie das nachvollziehen? Naja, also ich rufe alle dazu auf, natürlich ist Streik ein gutes Recht, aber ich rufe alle dazu auf, auch an die Menschen zu denken, die betroffen sind, die Pendlerinnen und Pendler, die darunter natürlich sehr leiden würden. Also insofern Mäßigung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite habe ich großes Verständnis für die Sorgen derjenigen, die dort beschäftigt sind. Denn einerseits haben wir bei der Bahn insbesondere Herausforderungen bei der Infrastruktur. Da ist von Vorgängerregierung ganz wenig gemacht worden. Da müssen wir aufholen. Das ist ja auch ein Grund für die Verspätung. Das müssen ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiter aushalten. Und zum Zweiten wurde vorhin in der Pressekonferenz ja deutlich, der demografische Wandel schlägt zu. Da ist in der Vergangenheit auch bei der Bahn zu wenig Vorsorge getroffen worden. Also ich habe Verständnis für den Druck und für die Arbeitsbelastung und sage gleichzeitig, bitte an die Pendlerinnen und Pendler denken, die wirklich auch auf die ÖPNV angewiesen sind. Ich glaube, das hilft nichts mehr für kommenden Montag. Der Streik ist ja jetzt gesetzt. Die Preissteigerung, also die Inflation, war im letzten Jahr 6,9%, so hoch wie seit der Ölkrise in den 70er Jahren nicht mehr. Dieses Jahr war sie bisher sogar noch höher. Wenn ich Sie also richtig verstehe, können Sie gut verstehen, dass die Angestellten mehr verdienen wollen, weil sie eben auch höhere Ausgaben haben, und zwar auch so viel mehr verdienen wollen, wie die Gewerkschaften fordern und nicht die Arbeitgeberseite nur bereit ist zu zahlen. Ja, so, das wäre zu einfach zu sagen, alle Forderungen sind sozusagen sofort legitim und müssten erfüllt werden. Ich sagte ja vorhin, dass es bei der Infrastruktur Probleme gibt und dass es zu wenig Kolleginnen und Kollegen dort gibt, weil schlicht und einfach der demografische Wandel nicht beachtet wird. Aber welche Forderung, Herr Dürr, ist denn dann in Ordnung? Also die Bahn möchte 5% bezahlen, die Forderungen von der Gegenseite sind teilweise 10,5 bis 12%. Was ist aus Ihrer Sicht dann in Ordnung? Also da sehen Sie mir nach, dass ich in Tarifauseinandersetzungen mich natürlich als Politiker nicht einmische, denn richtigerweise werden Tarifabschlüsse nicht von der Politik gemacht, sondern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Nochmal, meine Bitte an die Arbeitnehmerseite ist wirklich an diejenigen zu denken, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Nächstes Thema, der heutige EU-Gipfel und damit auch ein heißes Thema aus deutscher Sicht. Die EU-Kommission hat im Herbst letzten Jahres den Vorschlag vorgelegt, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotoren wie Diesel und Benziner mehr zugelassen werden dürfen. Hat danach dann die Mitgliedstaaten konsultiert, also auch Deutschland. Deutschland hat auch zugestimmt. Letzten Monat dann auch das EU-Parlament. Warum fällt der FDP, ihrem Parteichef Herrn Lindner, dem Bundesfinanzminister und eben auch dem Verkehrsminister im Deutschen, Herrn Wissing, ebenfalls FDP, erst heute der große Widerstand dagegen auf? Also so wie Sie es darstellen, ist es tatsächlich nicht ganz richtig, sondern es war folgendermaßen. Man hat sich zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten unterhalten, auch mit der Europäischen Kommission. Und man ist zu einer ersten Einigung gekommen, nämlich dass nach 2035 wir in die Klimaneutralität gehen wollen, aber nicht einseitig auf eine Technologie setzen, also nicht nur auf E-Autos, sondern auch Verbrennermotoren zulassen, die nachweislich ausschließlich synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral sind, zulassen. Das heißt, wir wollen technologieoffen sein, und zwar im Interesse des Klimaschutzes, denn ausschließlich mit E-Mobilität, das weiß mittlerweile jeder, werden wir die Klimaschutzziele verfehlen. Also es geht um Klimaschutz an der Stelle. Und das haben wir angemahnt. Und da hat die Europäische Kommission bedauerlicherweise nicht darauf reagiert und hat gesagt, ja, interessant, diese Forderung aus Deutschland, dass klimaneutrale Verbrennungsmotoren zugelassen werden sollten, aber wir machen einfach gar nichts. Aber Herr Dürr, entschuldigen Sie, Herr Dürr, in den sogenannten Trilogverhandlungen, die EU-Kommission ja immer vor Gesetzesvorhaben einleitet, die sind im letzten Herbst, haben die stattgefunden. Da hat Deutschland ja all diese Dinge vorbringen können und hat offenbar keine Einwände gehabt gegen dieses Gesetzesvorhaben. Jetzt hat aber Herr Wissing das offenbar doch. Was hat Herr Wissing, was hat die FDP da verpasst? Das Gegenteil ist richtig. Wir haben genau das vorgebracht, und wenn man den Trilogtext liest, auf den Sie ja abziehen, das ist ja das Verhandlungsverfahren zwischen Kommission, Parlament und den Mitgliedstaaten, steht genau das drin, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Aufforderung an die Europäische Kommission, genau das, was ich sagte, vorzulegen, nämlich Verbrenner nach 2035 zuzulassen, die klimaneutral sind. Was glaube ich, dass es allgemein gut mittlerweile im Interesse des Klimaschutzes ist. Und jetzt sagt die Kommission, das steht da zwar drin,
aber wir machen dennoch gar nichts. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier leider in die Speichen greifen müssen. Das ist eine klare Verabredung, genau wie Sie sagen, aus dem Herbst letzten Jahres, dass wir sehr deutlich gesagt haben, Verbrenner müssen zugelassen werden. Die Kommission hat nicht reagiert und deswegen sagen wir, sie muss jetzt reagieren. Und nochmal, wir sind an einer Lösung interessiert, aber das kann ja nicht darin bestehen, dass man, ich sag's mal im wahrsten Sinne des Wortes, ja ein Himmelfahrtskommando unterhält, wo dann nach 2035 wir alle gemeinsam feststellen, es hat mit alles elektrisch nicht geklappt und die Klimaschutzziele in Europa verfehlen. Die Kommission steht in der Pflicht, sie hat ein Versprechen abgegeben. Und das, was die FDP tut, ist dieses Versprechen, dass wir darauf bestehen, dass dieses Versprechen jetzt eingelöst wird. Das liest sich bei der EU-Kommission wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Mitgliedsland und vielleicht auch dem einen oder anderen Koalitionspartner bei Ihnen ein bisschen anders. Kommen wir doch gerne zur Koalition und der Diskussionskultur in der deutschen Bundesregierung, der die FDP angehört. Seit Wochen, manche sagen seit Monaten, gibt es da ordentlich tiefe Diskussionen zwischen den drei Koalitionspartnern, SPD, Grüne und der FDP, rund um Autobahnausbau, Klimaschutz, Gasheizung, jetzt eben auch den EU-Gipfel. Jetzt ist am Sonntag Koalitionsausschuss. Da kommen dann die Spitzen der Regierung und der drei Parteien zusammen. Worum muss es da aus Ihrer Sicht gehen? Also sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht öffentlich über den Inhalt des Koalitionsausschusses spreche, denn das ist ja genau der Raum, in dem Koalitionäre auch vertrauensvoll miteinander sprechen können. Aber ich will ergänzend sagen, weil der Eindruck entstehen könnte aus Ihrer Frage, dass die FDP beispielsweise beim Thema Verbrenner alleine da steht. Das ist mitnichten der Fall. Heute hat sich ja nochmal der österreichische Bundeskanzler geäußert, Portugal, viele osteuropäische Staaten. Also da gibt es ja durchaus eine breite Phalanx von Mitgliedstaaten, die es so sehen. Und was die Bundesregierung betrifft und die gemeinsame Arbeit, da gilt eigentlich das, was ich gerade zum Verbrennungsmotor und zur Frage E-Mobilität gesagt habe, nämlich Technologieoffenheit, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also das, was wir zurzeit diskutieren, sind nicht die Klimaschutzziele. Da sind wir eindeutig. Die wollen wir erreichen. Wir diskutieren über den richtigen Weg. Und aus unserer Sicht, und die SPD scheint es ähnlich zu sehen, sagen wir, wir wollen jetzt nicht alles verbieten und alles nur wie im Casino auf eine Karte, auf eine Zahl setzen, sondern wir wollen möglichst breit das Risiko sozusagen streuen, indem wir viele Technologien nutzen. Als ganz konkretes Beispiel für die privaten Haushalte, auch in Zukunft Gasheizung zuzulassen, die Wasserstoff verbrennen können und damit klimaneutral werden. Und nicht nur die Wärmepumpe, die ist für einige Häuser eine Lösung, aber viele Hausbesitzer, die ein älteres Haus haben, wissen das. Das ist nicht für alle Häuser eine Lösung. Also es geht darum, die Ziele zu erreichen und nicht die Technologie zu diktieren. Aha. Und jetzt sehe ich natürlich Nervosität bei Herrn Habeck. Ich verstehe Nervosität, aber bitte doch herzlich darum, dass ich das dann nicht in solchen Äußerungen ergibt sozusagen. Genau, lassen Sie mich, Herr Dürr, doch gerne da noch mal eine Frage stellen, wenn ich darf, vor allem, weil Sie es ja schon ansprechen. Sie sprechen Robert Habeck an, der hat am Dienstag in den ARD-Tagesthemen gesagt, die Koalition habe einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland etwas zu leisten. Und dem käme man nicht genug nach derzeit. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Wenn wir die letzten 14 Monate anschauen, haben wir eine Energiekrise gemeinsam gemeistert. Denken Sie an meine Heimat Niedersachsen in Wilhelmshaven, ein LNG-Terminal in wenigen Monaten in Betrieb genommen. Das hätte doch niemand Deutschland zugetraut, dass wir in Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein können. Und das sollten wir auch so fortsetzen. Ich gebe zu, die FDP ist in dieser Koalition ein bisschen das Schnellboot sozusagen, was ein bisschen agiler ist und sagt, jawohl, lass uns Technologieoffenheit machen, lass uns breiter denken, nicht nur auf eine Sache setzen. Die große Koalition ist ja aus allem möglichen ausgestiegen. Den Kurs wollen wir doch nicht gemeinsam fortsetzen, sondern im Gegenteil, wir wollen Fortschritt. Und deswegen ist meine herzliche Bitte auch in Richtung der Grünen, an diesen Fortschritt zu denken. Und das ist ein technologischer Fortschritt. Das ist Wettbewerbsfähigkeit und keine Überbelastung der privaten Haushalte. Ja. Herr Dürr, Sie sind uns mit dem Bild gerade eingefroren, aber wir hören Sie noch wunderbar. Hoffen wir, dass wir Sie gleich auch noch mal ein bisschen bewegt sehen. Aber wir lauschen Ihnen gerne weiter, beziehungsweise diskutieren das gerne mit Ihnen weiter. Jetzt sehen wir Sie auch wieder bewegt. Die Grünen würden dem sicherlich sehr widersprechen und würden wahrscheinlich sagen, Sie sind der Fortschrittsmotor. Aber das mal sei dahingesteckt. Herr Habeck und die Grünen wollen Öl- und Gasheizung verbieten, haben Sie eben schon angesprochen. Sie nicht. Sie wollen E-Fuel-Verbrenner. SPD und Grüne eher nicht. Die FDP will mehr Autobahnen. Die Grünen wollen dafür nicht die Ökosysteme hintanstellen. Wie viel Konfrontation steckt in dieser Regierung? Diese Koalition ist in den Zielen sehr einig. Ich sprach vorhin über das Klimaschutzziel, ich sprach über die Klimaneutralität.
Und über den besten Weg dahin darf in der Politik auch diskutiert werden. Es wäre ja absurd, dass einer die Weisheit für sich gepachtet hat. Sondern darüber müssen wir reden. Da kommt es auf den Stil an. Und ich finde, darüber kann man sehr fair reden. Das ist wie in einer Familie, wo man sich überlegt, wo man in Sommerurlaub hinfährt. Da muss ja auch kein Streit ausbrechen, sondern redet man darüber und kommt zu einer Einigung. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch hier hinbekommen. Meine Bitte wäre nur dann vielleicht auch eine Mäßigung im Ton. Und gegenseitige Vorwürfe bringen ja gar nichts. Und deswegen fand ich das zwar interessant, was Herr Habeck gesagt hat, da in den Tagesthemen, aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig zielführend. Ich sehe den Druck, den er hat, keine Frage, den haben wir alle. Aber ich glaube, im Umgang sollten wir fair sein. Und nochmal, wenn es um Fortschritt geht, waren wir uns beim Koalitionsvertrag sehr einig. Und genau diesen Fortschritt sollten wir jetzt auch im Regierungshandeln fortsetzen. Ja, können Sie ja gleich nochmal was gern zu sagen. Ich sehe nicht ganz, warum Herr Habeck mehr Druck haben sollte als Herr Wissing beispielsweise oder Herr Lindner, der den Haushalt für nächstes Jahr zusammenstellen muss, während die gesamte Koalition an ihm eigentlich ja zerrt. Jetzt hat Robert Habeck in diesem Tagesthemen-Interview auch unterstellt, dass vertrauliche Informationen aus der Koalition absichtlich an die Medien weitergegeben werden. Warum machen FDP oder SPD sowas denn nur? Die kommen ja in Frage, wenn es denn stimmt. Nein, also dieser Vorwurf, mit Verlaub, den weise ich zurück. In aller Klarheit, so etwas machen wir nicht und das gehört sich auch nicht. Wer macht denn dann sowas? Total. Ist in der Vergangenheit, das kann man forensisch sehr schwer nachvollziehen. Ich weiß, dass das Wirtschaftsministerium in Bezug auf seinen Vorschlag ja auch Verbände und andere eingebunden hat. Insofern kann ich das nicht sagen. Da müsste man Robert Habeck auch nochmal fragen an der Stelle. Aber die gegenseitigen Vorwürfe bringen doch überhaupt gar nichts. Und nochmal, ich sagte ja vorhin, weil Sie Druck in Bezug auf Robert Habeck zitiert haben, meine Antwort an der Stelle. Ich sagte auch, den Druck haben wir auch. Es ist nur eine Frage, wie man mit Druck an der Stelle umgeht. Und ich glaube, das sollte man souverän tun. Wir haben hier eine große Herausforderung. Wir haben nach vor energiepolitisch eine schwierige Situation, geopolitisch eine schwierige Situation und wollen gleichzeitig Klimaschutz erreichen. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Darüber unterhält man sich in einer Koalition. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wie gesagt, das Tagesthemeninterview, was Sie ansprachen, fand ich leicht befremdlich, weil es wirkt, als ob man den Druck nicht so richtig aushalten würde. Aber Politiker sind gewählt, um auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, Herr Dürr, jetzt haben wir es ja doch noch geschafft und Sie haben hinten raus doch noch was gesagt, was am Sonntag dann wahrscheinlich doch Thema sein wird. Ne? Also dieses Tagesthemeninterview beziehungsweise das, was Sie da nicht so gut finden, haben Sie ja jetzt doch gesagt. Versuche ich es also nochmal. Dieser Koalitionsausschuss am Sonntag, wie viel Stimmungsbildung, wie viel auch Gemeinschaft muss das denn wieder bringen, um am Ende tatsächlich auch ein gemeinschaftliches Handeln und vielleicht auch eine gemeinschaftliche Stimme nach außen dieser Koalition zu gewährleisten? Oder ist es so, wie viele Ihrer KritikerInnen sagen, dass Sie als FDP auch vor dem Hintergrund der schlechten Landtagsabstimmungen und Ergebnisse von Ihnen eben dann doch diesen Druck haben, den Sie eben schon angesprochen haben und am Ende eben doch darauf angewiesen sind, eben öffentlich auch ein bisschen Kontra zu geben? Bitte um eine kurze Antwort, also denn wir sind schon kurz vorm nächsten Event. Sehr gerne. Sie sehen mich ja in diesem Interview auch ruhig. Es geht mir nicht darum auszuteilen, sondern ganz im Gegenteil deutlich zu sagen, dass diese Koalition viele Gemeinsamkeiten hat, gemeinsame Ziele und über den guten Weg dahin darf in der Politik diskutiert werden. Da geht es ein bisschen um Stil und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Machen wir so. Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Danke Ihnen, Herr Dürr, für das Interview hier bei Phoenix. Ich danke Ihnen.